Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei Barbarossa, unserem Geschichtsmagazin. Sie werden sich sicherlich fragen, warum ich heute mit einem Trabant-Kübel hier im ehemaligen Industriegebiet von Leipzig herumfahre. Kommen Sie einfach mit mir auf eine Zeitreise. Aber gerne. Welche Zeitmaschine darf es denn sein? Trabant oder Porsche Carrera? Bus oder Wasserski? Unser Moderator hat sie alle getestet. Doch, doch. Und er hätte einige davon um ein Haar sogar selbst konstruiert. Doch alles der Reihe nach. Mit dieser Vorlage für, halten Sie sich fest, Füllfederhalter-Clips legt Gunter Schoß 1961 seinen Einstand hin. Als Tusch-Werkzeugmacher. Seinerzeit ein echter Adelsstand. Flachs? Na, dann hören Sie mal hin. Sie gehörten also zur Spitze, der Werkzeugmacher? Ja, kann man so sagen. Die Werkzeugmacher gehörten ja überhaupt zur Spitze. Die Werkzeugmacher waren ja sowas wie die Elite aller Mitarbeiter. Weil die konnten nur jede Maschine bedienen. Das war auch ein bisschen kompliziert, weil dazu gehörte ja eine ganze Menge Mathematik. Und die sogenannten Stehkragenproletarier. Ach so, ja. Den Kittel legt Edelproletarier Gunter Schoß dann aber doch schnell ab. Auf dem Weg zum eigentlichen Traumberuf Flugzeugkonstrukteur. Sein Pech, in Dresden scheitern alle Versuche, der Lufthansa mit echten DDR-Vögeln Konkurrenz zu machen. Der Mann mit der Liebe zum Metall wechselt das Fach und legt einen rasanten Neustart hin. Hallo Teenagers, hallo Fans, meine Boys und Damen, unser Klangkörper steht bereit. Wir beginnen wie immer mit unserer Erkennungsmelodie. Die Mädchen verstehen immer noch nicht, warum ich ausgerechnet auf dich hereingefallen bin. Ich auch nicht. Wir schon. Weitere Kostproben des neuen Fernsehfunk-Ensemble-Mitglieds gefällig? Das hat mich natürlich schon gereizt, dass man eben, heute sagen wir, Action machen konnte oder sowas. Man konnte so ein bisschen über Balkone klettern und eine Waffe hatte man in der Tasche. Oh. Ein Markenzeichen schon damals, diese Stimme. Ich glaube, ich habe mich im Zimmer geirrt, nie die Frau. Oh, I see. Was will ich meinen? Das samtig dunkle Timbre, es macht ihn zur Legende. Nice. Und zum Liebling der Frauen. Schönen guten Abend, Gunter Schoß. Sie haben so eine wunderschöne Stimme. Hat Ihnen denn schon mal Telefonflirts eingebracht? Ja, haben schon Leute angerufen. Anonym, um sich mit mir zu unterhalten. Und wenn das nachts um 2 oder 3 passiert, ist das ein bisschen unangenehm. All das wird jedoch locker aufgewogen durch Anrufe mit echt unwiderstehlichen Angeboten. Einer der folgenreichsten 1999 vom MDR. Wie wäre es, wenn His Voice Gunter Schoß das neue Geschichtsformat des Senders präsentiert? In der Mitte Europas, in der Mitte Deutschlands, eine Region voller Geschichte und Geschichten. Eine markante Stimme, ein Name, Gunter Schoß auf Entdeckungsreise. Ein echter Preußen-Fan als Impresario mitteldeutscher Geschichte? Nicht zu fassen. Eine Traumbesetzung. Nun, ja, angesichts dieser Biografie vielleicht doch nicht ganz so überraschend. Ich glaube nicht, dass er mir gefährlich werden könnte. Die Freundschaft Augusts zu mir ist unerschütterlich. Und das muss wohl bis in heutige Tage so sein. Oder wie anders ist es zu erklären, dass das Duo Gunter Schoß, mitteldeutsche Geschichte, rasch Ableger bekommt. Willkommen, liebe Zuschauer, bei Barbarossa, unserem Geschichtsmagazin. Und das sind heute unsere Themen. Können Sie sich noch daran erinnern, was für Unterwäsche Sie vor 20 Jahren getragen haben? Nein? Nein. Macht nichts. Der stets stilechte Herr Schoß hilft uns ja alle 14 Tage auf die Sprünge. Mit allem, was ihm so zur Verfügung steht. Eine echte Rampensau. Oder doch nicht? Ich habe nie diesen totalen Ehrgeiz gehabt, ganz nach oben zu kommen. Weil man lässt doch Leute auf der Strecke dabei, muss man dazu sagen, wenn man so einen tödlichen Ehrgeiz hat, nicht wahr? Ich kenne solche Leute. Und bitte! Meint er uns? Zugegeben, einiges haben wir ihm schon abverlangt. Ja. Im September will die Melkus, die Dresdner, auch die Dresdner, oh,
Im September will die Dresdner Melkus Sportwagenmanufaktur den berühmten Wagen mit den berühmten Flügeltüren. Nein, den Wagen mit den berühmten Flügeltüren. Nein. Nur damit wir uns nicht missverstehen, nie und nimmer hätten wir gewagt, diesen Mann einfach so zu korrigieren. Wenn nicht der eigene Anspruch. Ja, nee, auf Wiedersehen. Was? Vor 40 Jahren? Was? Wie heißt der Satz? Sagen wir mal. Vor 40 Jahren. Ruhe. Es findet ja kaum Regie statt. Und wo Regie nicht stattfindet, findet letztendlich immer Abnutzung statt, denke ich mal. Wie oft haben Sie Sex? Mit wem? Und wo? Und mit welchen Vorlieben? Für Barbarossa hat der Filmproduzent Harry S. Norman? Morgan. Norman heißt mein Vermieter. Ich finde es furchtbar, dass zum Teil nichts dazu gesagt wird, dass das so genommen wird, wie ich es vorgebe. Das ist zu wenig, weil ich brauche die Auseinandersetzung. Das ist ja nur meine Meinung zu einem Vorgang. Ich hätte gerne die andere Meinung des anderen auch gehört. Als Reibefläche einfach, nicht wahr? Dazu bist du doch da, dass du das sagst. Sagst, nein, ich möchte es gerne noch mal haben. Ein bisschen flotter, oder? Oder so. Lieber Gunter Schoß, gerne haben wir dir Kratz- und Reibeflächen geboten und hoffentlich noch etwas mehr. Vielen Dank für all die Jahre und fürs emsige Schüren der historischen Glut. Oh, das ist aber lieb.